Hallo und willkommen zur Mai-Ausgabe unseres Newsflash, heute mit einigen Veranstaltungstipps. Als erstes die Vortragsreihe Geschichte der Physik. Die Fachschaft der Physik veranstaltet nun bereits das dritte Jahr in Folge eine öffentliche Vortragsreihe mit dem Titel Geschichte der Physik. Insgesamt werden 8 Vorträge von Vertretern aus Forschung und Lehre gehalten, etwa unter der Fragestellung, welche Berührungspunkte die Physik mit Gesellschaft und Politik im Laufe der Geschichte hatte. Die Vorträge finden immer mittwochs um 18 Uhr in der Paulinerkirche im Papendeck statt. Den Auftakt macht am 8. Mai der Göttinger Historiker Peter Aufgebauer, der unter dem Titel »Die Erde ist eine Scheibe« die Wahrnehmung des mittelalterlichen Weltbilds in der Neuzeit reflektieren wird. Auch der Rhetorik-Slam geht in eine neue Runde. Diesmal unter dem Titel »Zwischen Studium und Bologna-Bulimie. Brauchen wir einen Wandel in der Lern- und Lehrkultur an der Universität Göttingen?« Studierende und Lehrende werden von der Bühne im Top ihre Meinung kundtun und zu anschließender Diskussion anregen. Der Fokus soll dabei auf den ausgearbeiteten Meinungsreden liegen, für die die Studenten das Rhetorikzertifikat erlangen können. Zuschauer sind gern gesehen. Los geht's am 14. Mai um 20 Uhr im Top. Sportbegeisterte sollten sich den 29. Mai rot im Kalender markieren. Denn dann öffnet der legendäre Dies Academicus seine Tore. Ab 9 Uhr kann auf dem Sportgelände der Universität am Sprangerweg gefeiert, gegrillt und natürlich ausgiebig Sport betrieben werden. Entweder bei einem der zahlreichen Turniere im Fußball, Volleyball und Basketball oder auch bei ausgefalleneren Disziplinen wie dem Bobbycar-Rennen, der Klimmzug-Challenge oder dem Speed-Climbing-Contest. Und zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie bereits im letzten Newsflash angekündigt, laufen die Planungen für den Trailer der Campus-Mediengruppe bereits auf vollen Touren. Die Campus-Medien, das sind Augusta, Gehört und wir von Univision. Nach einer gemeinsamen Internetpräsenz wird es jetzt auch einen Trailer über alle drei Medien zusammengeben. Zu sehen sein wird dieser unter anderem demnächst im Unikino und wie immer auf unserer Facebook-Seite und Website. So, das war's von dieser Ausgabe. Wir wünschen euch noch einen schönen sonnigen Mai und sehen uns dann im Juni wieder.